So let me go get this, let me go get that. Excuse, Keanu, be careful with that. See, that's why I don't want you playing with sticks, Keanu. You wanna mess around and hurt your sister with that. Please don't. No, no, no. Give that to me. No. Keanu. I need it down. Okay, well, then put it on the floor. Keanu. It's Eddie. You should have to do that. I didn't see owls here. Can do something about it. Nigga, he sounds like that. Work on it, nigga. Guck mal, wie er aussieht hier. Ich hab ihn gespinnen, aber... Nein, war alles gut. Mama kommt gerade vom Großeinkauf zurück. Mama hat Großeinkauf gemacht. So. Und damit ich mich ihr jetzt hier nicht anschließen muss, habe ich zu tun. Ich muss hier meinen Blog machen, you know what I'm saying? So I ain't got no time for all this shit right here, you know what I'm saying? Ain't got no time for then you better shut your mouth. Nah. I can't even oh, boy. You see, you better... You need to stop watching that mouth. Huh? That's not nice, no? Mommy shouldn't be saying that to daddy. Daddy, no. Okay, now. No. Okay, Keanu, no, stop. Nicht klein. No, no klein. So, ich könnte aber netterweise. Kannst du mal Wasser aufsetzen, bitte? Nüsch, gibt es. Bitte, komm. Und du kriegst ganz bestimmt keinen. Nein. Das ist ein Esel sein. Falls du dich fragst, was ich mache, ich so einfach mal so ein bisschen in Stimmung reinkommen. Auf easy peasy. Easy peasy. Ich lasse ne, ankommen, runterkommen, in die familiäre Stimmung mit eintauchen. Wir lassen die Good Spirits kommen, wir lassen die Downloads runter. Die werden noch gedownloadet, gerade so, ne? Darauf warten wir. Nein, wir kommen so ganz allmählich in die Sache rein. Machen wir jetzt erstmal einen Tee. Tea time. Machen wir jetzt erstmal einen schönen Tee. Talking to the people in here. Die sitzen da in der Kamera, ne? Hinter der Kamera. And they can see daddy. Krass, der wird doch immer... No, you can't see him. You can't see him. Ihr seid ja, also viele von euch kennen, also sind ja auch jetzt treu und kennen ja schon auch die Kinder. Also jetzt nicht vom Sehen so unbedingt, ne, aber vom Hören und so, ne? Ja. Von früher jetzt noch, wo man nur so Babys gehört hat im Hintergrund, bis hin zu, jetzt hört man die schon richtig, wie die so, ne, interagieren mit uns und ihre kleinen Sachen sagen und fragen und ja, es, ich wünschte natürlich auch, ich könnte euch mehr zeigen. Ne? Ich hätte auch so die... Lemon Shop. Oh. 100%ig Zitrone. So als... Ja, oder? Jawohl. Sehr gut. Vitamin C. Gib mir mal einen Schatz. Siehst du mal so, ich kenne keine Mutter, die so ihre eigenen Kinder Sachen zu essen gibt und dann guckt sie auf ihr Gesicht und lacht sich da. Ich denke, ich gebe ihnen scharfes oder so. Nee, nicht scharfe, so saure Sachen. Da müssen alle Kinder hier durchmalen. Die kriegen alle den Taylor-Test hier. Die kriegen eine Zitrone in die Hand gedrückt. Also eine Zitronenscheibe so. Und dann, wenn die noch so klein sind und alles so im Mund nehmen, so, wow, ja, und so. Und dann ins Gesicht, wie sie sich auf einmal verziehen. Die laden uns immer tot dabei.
Ja. Der ist nur so normal. Was haben wir denn beim letzten Spruch? Ja, ich weiß eigentlich auch gar nicht. Beim letzten, was haben wir denn? Beim letzten Vlog? Ich mache mal gleich das Ende davon. Und dann gehen wir mal rein in den. Ich bin nämlich voll. Also, ne, ich bin jetzt wieder voll raus. Schwamm seit den letzten. Ja, also trainieren, ne? Trainieren die ganze Zeit. Heute morgen jetzt nichts gemacht. Heute Morgen hatte ich was anderes zu bewerkstelligen. Aber ist auch nicht schlecht. Also, ruhig mal jetzt, ne? Gerade jetzt so zum Anfang muss man auch aufpassen, dass man nicht übertrainiert. Ne? Das macht man auch ganz gerne. Und wenn you overtrain, und dann ist das ja auch nicht Sinn der Sache. Ich habe aber geile neues, also ich habe richtig krasse Sachen. Ich habe krasse neue Geräte bekommen für mein Gym. Nimm den Stick mit. Und das eins davon ist so richtig so voll futuristic-mäßig. So. Das ist echt sehr, also. Ja. Ich will nicht zu viel darüber so, ne, aber das ist schon echt krass, das Ding so, ne? We train different. Yeah, we train different. Hashtag we train different, auf jeden Fall. Was hat sich noch getan? Achso, ich habe meinen Gips abgenommen. Meine Schiene. Ein Unterschied. Sieht voll mager jetzt aus. Ja, ich glaube, ich so, ja, vielleicht noch eine Woche oder anderthalb. Ich muss mal sehen. Also, es ist halt noch nicht so richtig so, wie es so sein könnte, wie es schön wäre, aber. Deswegen brauchst du nur einen Spitzverband. Ja. Wenn Gips oder ein Verband auf jeden Fall. Also Gips auf jeden Fall nicht mehr. Ich kann ihn jetzt. Ich könnte auch nicht damit. Ja, ansonsten. Ich habe, glaube ich, jetzt nicht so viel Bock über Rap oder Hip-Hop oder so jetzt was zu reden. Thank you. Eher so. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, was gleich kommt, ne? Je nachdem können wir uns eh erst erscheinen dann. Was wir es dann. Wie wir es dann nennen. Nimm! Halt es fest und geh. Bitte. Immer noch dazwischen. Ich kann mich aber erinnern, da war eine Frage bei den anderen Dings gewesen, bei den anderen Videos. Da hat jemand gefragt, zwecks ist zunehmend so, ne? Wie man das machen will, wenn man mit der Art von Sport sozusagen hochgehen will mit dem Gewicht. Und mit der Ernährung und wie das war und so, kann ich mich erinnern, war so irgendwie eine Frage. Also ich mache das jetzt so, dass ich versuche mehr zu essen wie sonst, ne? Also ich muss dazu sagen, ich bin kein guter Esser. Ich bin kein Typ, der so, essen und so, ne? War ich auch noch nie wirklich gewesen. Ich werde das jetzt so machen, dass ich, also jetzt mit den zwei Einheiten am Tag und so, na klar, verbrauchst du viel mehr, du brauchst auch viel mehr. Jetzt bist du auch wieder in dem. Ich muss sagen, ich bin wieder sehr schnell in diesen Modus reingekommen, dass ich mir so, ne, ich fühle mich jetzt auch kopfmäßig komplett Camp. Kopf, Gedanken, Art und Weise zu denken, ist das jetzt sinnvoll in den nächsten 5 Minuten? Nee, ich muss nachher noch, dann esse ich lieber das nicht oder mal. Also ich merke, ich komme wieder voll in diesen Dings, ne? Das sowieso, meine Partnerin, also meine Ehefrau ist ja auch. Die ist ja auch mit mir voll und ganz in der Sache drin. Es ist jetzt aber anders, ne? Also jetzt mit den 3 Kindern ist es jetzt auf jeden Fall anders. Aber wir haben different. Ey, ja, Hashtag we train different, wieder. Bis jetzt haben wir das eigentlich ganz gut hinbekommen. Beim letzten Mal war das ja so, da war die Kleine noch gar nicht geboren. Keanu war da. Keanu und dann Amerika und Motels und also wir waren schon, ich sag mal so, ja, die letzten 2 Kämpfe und die waren sowieso sehr Chaos, Katastrophe und viel Scheiße, was überhaupt nicht zum Kampf dazugehört, was sich aber voll reingedrängt hat, sehr viel Energie, sehr viel, ja, Kraft weggenommen hat, Fokus weggenommen hat von der eigentlichen Sache. Wir sind aber mittlerweile ganz gut da drin. Also ich würde schon sagen, echt gut da drin geworden. Dadurch, dass wir auch im Ausland gekämpft haben und da drüben ja auch dieses ganze Fokussieren, alle Sachen besorgen und Zeiten einhalten und machen und tun und hinfahren. Und das haben wir ja alle, weißt du, egal wo wir waren, das selbst
in Thailand noch. Da wo auch alles drüber und drunter und morgens aufgestanden und hier und. Es ist ja irgendwie nicht so. Man hat das sowieso nie so, dass es alles so super schön und perfekt. Und das gehört ja auch alles irgendwo dazu. Dass diese ganzen Sachen, die so sind, die musst du irgendwie so aushalten oder so, ne, machen und tun, dass das halt alles passt. Ne? Und das, merke ich, passiert jetzt gerade wieder. Und das ist das, was ich auch immer meinte mit diesem, wenn du so selber für dich weißt, ne, du hast ein Datum oder du hast eine Vorbereitung, du hast einen Gegner oder so, das ist, dann ist da so eine Schranke im Kopf und dann wird alles ganz anders. Und das ist das, was meiner Meinung nach, was ich für mich gemerkt habe oder wir für uns gemerkt haben, ist das, was das ist das, was man braucht als Kämpfer. Das hält dich gesund, das hält dich fit, das hält dich fokussiert, das hält dich on point. Diese Wettkämpfe so. Der Sport an sich ist ein Lebensstil. Wenn du denen treu bist, dann kommt ja das Kämpfen oben. Das ist ja nur ein Obolus. Das ist ja obendrauf, nachdem alles getan ist. Und ne, für viele Leute ist es ja auch Kämpf. Das so kranklich es vielleicht anhört, aber das soll ja eigentlich Spaß machen. Du sollst ja im Kampf selber, sollst du ja gar nicht mehr nachdenken. Das ist ja nichts Anstrengendes, auch wenn es wie irgendwas aussieht, wo man sagt, oh und so. Ne? Aber die beiden, die im Moment da drin sind, es ist ja nur noch loslassen. Ein Programm von Millionen Drills, von immer wieder Training, von so viel Schmerz und Leid und investierter Schweiß, Tränen und Blut, was du in diesen Trainingscamp reinpackst, wo du dann, wenn diese Tür zugeht, das Käfig zu, oder du über den Seil und unten drunter reinrennst und du in diese, und du weißt, ey, ich lasse das jetzt einfach alles los. Das ist ein Obolus. So, das wirkliche Kämpfen und das wirkliche Stattfinden von diesem ganzen Bushido-Ding, dieses Way of a Warrior, der Weg des Kriegers, das fängt ja schon mit dir in deinem Lebensstil an, das ist im Gym, das ist mit dir, mit deinem Schweinehund, das ist mit dir und deinem Trainingspartner, das ist mit dir und wie gehst du in Situationen um, wie gehst du denn in real life mit Situationen auf der Straße um, ganz viel, ne? Wie meisterst du ein Leben, ein Alltag, eine Familie, Emotionen, dann vielleicht noch ungeklärte Probleme oder Straße oder was auch immer, jeder ist ja was anderes, alles unter einen Hut, um es letztendlich immer jeden Tag zu einer Situation zu bringen, dass du aus dir mehrmals vielleicht sogar ein oder zwei bis zu drei Mal am Tag oder Einheiten hast, wo du körperlich alles aus dir rausholst, um dann komplett verausgabt in deinen Katakomben zu gehen und dich dann wieder psychisch, mental und physisch zu stärken. Gebete, Meditation, Essen, Familie, jeder hat seine, alles zusammen, whatever, ja, wie auch immer. Das ist das, was ich merke. Wo ich immer am Anfang, weißt du noch, wo ich gesagt habe, so, ey Leute, dieser ganze Rap-Kack und so, diese komische, mit diesem Kampfsport habe ich wirklich meinen Weg gefunden. Und das gibt mir alles, was ich, ne, dachte, was ich im Rap-Business oder in anderen Dingen früher auf der Straße oder irgendwo gesucht habe. Was ja dann auch wieder dann irgendwann, ne, mit der Politik und so bla, aber ne, das ist das, was ich halt immer meinte. Und da bin ich jetzt ja, wieder sehr gut drin. Also offiziell habe ich jetzt so seit zwei Tagen gesagt, okay, jetzt, boom, jetzt gehen wir hart, ne? Weil ich muss ja auch ein bestimmtes Gewicht, diesmal nicht runter, ich muss auch hoch, ne? Und dazu dann noch, ne, das muss ja auch erstmal so richtig dann so gut verheilen und so alles. Aber diese 4-5 Monate, wenn man die jetzt richtig gut angeht, dann kann man das perfekt alles timing, das bis zum Sommer alles perfekt in der Theorie ist, aber ihr wisst, in der Praxis ist immer sowieso was anderes. Deswegen ist das auch gut, dass ich so lange Zeit habe. Wenn ich jetzt in zwei Monaten gegen den Typen, wie soll ich denn das machen, weißt du? Aber nochmal zwei Monate extra dazu. Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, mit der Heilung letztendlich, die ich auch meinem Körper so ein bisschen gönnen konnte, mit der Kämpferpause jetzt so, das ganze letzte anderthalb Jahre so, ne? Gar nichts. Nur umgezogen von Kontinent zu Kontinent, Amerika, Spanien, dann hierher gekommen. Obwohl in Spanien haben wir wieder angefangen zu trainieren, aber andere Dinge waren einfach wichtiger. Ja. So aus dieser ganzen Pandemic-Covid-Zeit raus, wieder in eine Welt rein, die langsam anfängt zu funktionieren, so, ne? Und da musste sich ja auch erstmal wieder alles neu ordnen. Wir dann auch umgezogen, dann ist
Ne? Wir haben noch ein Baby bekommen in der Zwischenzeit, unser drittes Baby. So, da waren auch ein paar Sachen, die es jetzt auch erstmal nicht so Prioritäten. Kämpfen stand jetzt nicht ganz vorne auf Dings. Und jetzt ist die Situation so, dass jetzt hier die Basis, die Foundation wieder geklärt. Und wie das immer so ist, wenn die Foundation da ist und ich einen Plan habe und sage, ja, jetzt geht's los, Leute, und Sommer, Mo Abdallah, und dann Hashtag, Dings da, ich mache deine Straße zu, Hashtag, wir trainen anders, Hashtag. So, weißt du, die ganzen Movements, die ganzen Sachen, die wir jetzt sonst Leben rufen wollen, es ist immer so. Immer genau denn, weil bei mir alles perfekt gerade ist und es Zeit zum Dingsen ist, passiert irgendeine Riesenscheiße in der Welt und die ganze Menschheit ist erstmal, Das war damals beim, ja, sag ich immer, doch, wir gehen mal ins Rapping, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Es ist im Frühjahr 2000, ne? Digga, wir haben gerade einen Plattenvertrag unterschrieben. Erste dicke Gruppe aus Berlin mit erste deutsche Rap-Gruppe. Und, ey, Digga, nicht mal Savas. Nicht mal Kuss Savas hat den Deal. Okay? Weil das alles, wie ich schon gesagt habe, Berlin Untergrund war. Das, ne? Das wollte man nicht auf so einer Major-Ebene haben, so möglich. Ich habe dann. Ja, genau. 2000 haben wir den Deal unterschrieben, alles ist verbindet, ne? Wir haben unser The Force-Album. Wir hatten die ersten zwei Singles. Hold on one second. I gotta explain something. Wir sollten die ersten zwei Singles fertig machen. Kommen auf den Punkt, ist gerade gelaufen. Hat gerade voll eingeschlagen in der deutschen Hip-Hop-Szene. Alle waren nur noch auf. Oh. Was ist hier los? 2001. Irgendwie so. Wir sind gerade auf Viva akzeptiert worden, dass die, ne, ich glaube, wir hatten eine N3-Rotation, die wackeste Rotation. Das ist, wenn du nur nachts irgendwann von 12 Uhr bis 5 Uhr morgens in der Zwischenzeit per Hand haben wir eine kleine, hier kannst du das Video mal rein, da kann es mal, ne. Also wenn du dich selbst, dann müsstest du halt jeden, so von der Zeit bis dann kannst du einmal so deinen Videoclip im Fernsehen so mäßig. Das gab es die N3-Rotation, dann die N2, die N1 und die A1 und wie diese ganzen Rotationen alle hießen. Wir waren die Ersten, ne, mit den Berliner Street-Rap, bla bla bla, so, ey, geil, wir haben, ne, boom. Kommen auf den Punkt, hat gerade seinen Hype-Höhepunkt, dann haben wir das Video, weil das gerade so gut angeschlagen ist und es so geil gelaufen ist, wollten wir so ein bisschen so ein Crossover machen, so, ne, so schwarze, ne, Melanated-Jungs. Deutsche und Südländer, wir wollten alles so zusammen, weil Komm auf den Punkt war sehr, kann man ja bei YouTube sehen, sehr so, es war sehr aggressiv. Und damals für die Verhältnisse kannte man sowas nicht. Das war das erste Video, muss ich euch vorstellen, müsst, was auf 35 mm gedreht war, was auf, es hat 30.000 Mark damals. Extra Kamerakran, heute macht man das mit Drohne, aber ey, die haben da einen Kamerakran aufgebaut, Schienen, ganze Leute, also da musste so viel gemacht werden, um diesen Look zu kreieren, ne? Und wir haben das auch noch selber, ne? Wir haben kein, die Plattenfirma ist ja auf uns so, weil wir kommen auf den Punkt, Mucke und diesen ganzen, wir haben das alles schon hergestellt. Mein Man Timo hat ja für viel so bezahlt, so, weißt du, ich meine? Und das war ja auch der Deal damals, so dieses, ey Digga, du hast Rap on luck, I got the money, and I got, und ich kann mein Backup bringen. So, und mit dem Plan können wir das hier, und das haben wir dann auch gemacht. So, wo war ich? Mit dem Plan, siehst du, jetzt fehlt es mir, dass hier jemand ist, weil dann kann ich immer fragen, wo war ich gerade, weiß jemand? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich... komm auf den Punkt wieder, so, das ist so nach oben geschossen, haben die gesagt, ey, pass auf, macht man noch sowas in der Art? Aber so, ne, diesmal ein bisschen poppiger, ein bisschen, vielleicht nimmt ihr damit, boom, da haben wir so ein Lied-Song gemacht, Wo sind unsere Brüder? Könnt ihr hier auch bei YouTube sehen. Dann haben wir so das, ne, und wie, ach ja, genau, und der Look davon, Mann, die Leute waren durch, die so, wow, Digga, das ist wie ein amerikanisches Video, so richtig, wow, der Look und richtig so, so, ne, wie ein Ami-Video, so, boom, sowas kannten die nicht. Und wie gesagt, wir waren im Fernsehen, ne, Viva, MTV hat gespielt, zwar nur ganz selten ein bisschen, aber die Plattenfirma hat es reinbekommen. Dann haben wir, Wo sind unsere Brüder gedreht? An dem Tag sitzen wir im Olympia-Zentrum. Vorm Olympiazentrum, Olympiastadion, Charlottenburg da, weißt du?
Und die ganzen Autos so aufgebaut, die ganzen Leute, so die Kameras so vor uns. Seht ihr im Video, ne? Wir alle da, voll in die Cameras und so. Und dann so, ah, fängt gleich an zu regnen. Und die Kamera, das war so eine uralte, die, wofür man heute noch so Kinofilme dreht. Das sind doch diese großen Big Cameras. Und da musst du noch diese Rolle auch reinpacken. Ist alles alt, aber halt um diesen Hollywood-Look und so, ne? Das ist richtig, Digga, ne? Ich sag dir. Und dann hat es angefangen zu regnen. Und dann weiß ich noch, waren die so, oh nein, wir müssen kurz das Band wechseln. Und geht mal alle in die Autos so lange und so. Okay, boom. Und gehen alle in die Autos, ne? Wir warten, bis es aufhört zu regnen. Haben gerade so ein, zwei Dings abgeschossen. 10 abgedreht. Und wir machen Radio an. Und auf einmal, meine Damen und Herren, oh mein Gott, oh mein Gott. Und zu diesem Zeitpunkt musst du dir vorstellen, komm auf den Punkt, war das Ding überhaupt. Alle haben jetzt auf dem The Force Album und auf dem The Force, auf The Force gewartet. Es war nur noch so, ey, Digga, wer sind die? Jetzt geht's los. Jetzt passiert's. Wir sollen nur noch die zweite Single abdrehen, die zu MTV abgeben, damit das Ding rauskommt. Und daraufhin sollte dann das Album, The Force Album, rauskommen. Wir sitzen im Auto bei der Drehpause. Ich werde das nie vergessen. Radio angemacht, Radiostimme. Weil wir wollten nur hören, weil, ey, Wetterbericht, wann ist das vorbei und so. Ne? Weil die Kamera kann nicht raus in den Regen und so, ne? 35 mm, wie gesagt, professionelle Hollywood-Kamera. Meine Damen und Herren, ich glaub's nicht, oh mein Gott, und oh mein Gott. Man so, hey, was ist denn los, was ist denn los? Wie so eine Ansage im Radio, so alles unterbrochen, so. Amerika wird gerade angegriffen. Amerika wird angegriffen, meine Damen und Herren, dass ich das erlebe, ich glaube, ich will. I'm like, what the f... Hä, wir gucken uns alle an auf... Und ich werde nie vergessen, Flame, Alter, die Flame, Alter. Er als Amerikaner selber. Er war mit mir, er und Timo waren in einer, und wir haben so 10 Autos, weiß ich, 5, 6 Autos stehen da, alle so Leute sind alle rein. Ne? Er reißt die Tür auf, springt raus, juhu, juhu, endlich, Bamba Clad America. Und ich so, Alter, was ist mit dem los? Ich habe noch nie einen Amerikaner einen Schwarzen aufspringen sehen, wenn er so hört, dass sein Land an. I'm like, what the fuck, warum so, ne? Und dann so die ganzen, halt die Jungs um uns herum, ne? Sehr, ich muss sagen, sehr respektvoll von denen. Viele Türken und Araber, siehst du ja in dem Video. So, alles zu so Türken und Araber uns. Digga, keiner von denen ist aufgesprungen, hat so und so und so gemacht. Die waren alle so offen. Manchen hat man angesehen, so dieses. Es geht los, es geht los. Irgendwie so, man hat denen angefühlt, so, ne? Die waren nicht entsetzt, die waren nur so, okay, alles klar. Ey, viele Leute sind so auf, ey, okay, ey, wir müssen jetzt gehen und so. Digga, ohne Scheiße. Auf ein Ding sind so 3, 4 Autos so, mit allen Leuten so eingestiegen, so, ey, so, boom, wir müssen jetzt gehen, so, ey, reicht jetzt, so, wir müssen gehen, hä? Was ist denn los, Digga, wir drehen gerade Videos, so, weißt du? Ey, Digga, du konntest richtig spüren, die Stimmung. Du hast richtig, ich weiß nicht, wo du in dem Moment warst und wo ihr zum ersten Mal gehört habt, so 9-11, die Towers mit dem Flugzeug, aber wo ich, hieß es, Amerika wird angegriffen, wir sind im Krieg. Oh mein Gott. Dann 10, 15 Minuten später, nein, ah, das war ein Flugzeug, pass, oh, das ist Krieg, Terror, bitte. Ey, niemand, in dem Moment, die ganze Welt war nur noch so auf Fernsehen, Radio, was ist hier los? Ist jetzt Krieg, ist jetzt das? Niemand, ey, Digga, niemand, ich schwör's dir. 5 Minuten bevor diese Mail kam, war die Welt in ein ganz anderer Ort. Nachdem diese Mail kam, alles wurde stehen und liegen lassen. Alle waren nur noch so auf, okay, was ist mir jetzt eigentlich wichtig? Manche Leute haben zu Hause angerufen. So, I don't know, jeder war irgendwie auf dem Film. Ich hatte ja meine Tochter da. Ich weiß noch, ich habe meine Tochter da. Jamila, ich halte sie nur im Arm, guck sie an, so auf. Fuck. The shit. So. Greifen die jetzt hier auch gleich? Fliegt jetzt alle hier die, like, niemand wusste, was los ist. Ich wusste nur, ich habe meine Tochter da. Hey, ich sterbe vielleicht hier jetzt, aber wenigstens drehe ich ein Video und ich habe meine Tochter, like, fuck it. Ich sterbe wenigstens in meinem Traum, so, weißt du, ich meine, als derjenige, der ich came here to be. Digga, das war. Und dann, oh nein, und jede 5 Minuten war, oh nein, oh, oh nein, noch ein Flugzeug. Ey, dann war alles aus. Dann war alles aus. Kein Mensch wusste mehr, was ist. Ist jetzt Krieg? Ist es Terror? Was ist hier los? Amerika wird... die ganze Welt, Digga, war paralysiert von dem Moment an. Wir müssen aber ein Video drehen gerade. Wir müssen ein Video drehen. MTV wartet doch auf uns. Nigga, don't nobody give a shit about no... The Force Album, wo sind deine Brüder? Nächste Single. That shit is out the window. Niemand interessiert sich dafür. Bro.
warum ich das jetzt so sage, ne? Ich habe doch gerade von der Foundation und so geredet. Aber warum ist das immer mein Leben so, dass wenn ich shit, jetzt ist genau so und so, let's go. So wie jetzt, ne? Everything is right. The house, I got my own gym. Like, bro, alles stimmt. Ich habe gerade seit 3 Jahren wisst ihr selber, wie ich, Mo Abdallah, ich küsse dein Herz nochmal, hier zum 100. Mal, Kampf steht und so, Digga. Deutschland, wir sind im Krieg. Ich meine, ich rede ja die ganze Zeit davon, ne, aber, Digga, ich dachte in den nächsten 2-3 Jahren, das dauert noch ein bisschen, ne. Guck mal, die Spinne, habt ihr gehört, was in den Nachrichten los ist? Habt ihr gehört, was Deutschland gesagt hat? Habt ihr gehört, was der NATO-General gesagt hat? Habt ihr gehört? Habt ihr gehört, habt ihr gehört, habt ihr gehört? Ja, wisst ihr selber, wo wir drin sind. So, I don't even know, bro, I don't even know. We might have a fight oder auch nicht. Eins weiß ich, I'm staying fit and bereit. We act like we have a... I got a fight coming up. I don't know who's gonna be. Ich kämpfe im Sommer. I don't know who's gonna be. I don't know gegen wen, gegen welche Armee, gegen welche Typen, gegen welche Bande, gegen welche Gruppen. But I'm getting ready. That's all I know. I'm a fighter. Ich bin ein Warrior. Ich weiß, Krieg wird passieren, ob ich ein Datum dafür bekomme oder ob jetzt Länder hier kriegen und irgendwas hier passiert und so. I'm gonna be ready. Okay. Okay. Nur, dass wir es verstehen. Okay. So, da kannst du von mir aus im TikTok rumsitzen und deinen Scheiß erzählen den ganzen Tag. Me, we, us, we getting ready. Aber hart, ne? Und wo das denn passiert ist, da war die Welt ein ganz anderer Ort, Digga. Da, ab dem Moment, dann hat es wirklich niemand. Und das hat den Hype auch kaputt gemacht. Das hat alles getötet, Digga. Genau in so einem Moment. Genau in so einem Moment, Mann, wenn die ganze Welt, wenn du jetzt denkst, so, ey, ich warte auf mein Paket, ich habe mir ein Paket bestellt, ich warte, ich warte, ich warte. Und so, und es klingelt, wann klingelt es ein? Auf einmal hörst du draußen, boom! Und die Welt ist draußen am Brennen. Who gives a fuck about the Paket, was jetzt hier klingelt? Weißt du, was ich meine? Genau in dem, mein Glück wieder. Genau das war mein Glück gewesen mit der Vorstellung. Und was ist dann auf einmal passiert? Jetzt kommen wir doch wieder zu Ihnen. Ennis, du musst hier immer irgendwie erwähnt werden. Dadurch, dass dieser Widerling genau diese richtige Zeit abgewartet hat, ne, mit dem, was da war, und dieser scheiß Osama bin Ay, Digga. Obwohl, was heißt scheiß? Muss vorsichtig sein, erst, ne, a letter to America, sag ich nur. sorry, ich bin gerade kurz wieder irgendwo gewesen, wo ich gar nicht so, das war wieder diese Programmierung, die aus mir gesprochen hat, die man so, ne, ich manchmal auffange, also, ne, ich bin ja nicht programmiert. So, als Osama Bin Laden, als die CIA ihr Plan aufgegangen ist und die ganze Welt ab dem Moment ein, oh, Terroristenort, oh, wir müssen jetzt in eure Mails und eure Telefonate abhören und euer komplettes Privat, like, ab dem Moment, ich weiß ja nicht, die nach 2000 geboren sind, ihr habt ja gar keine Ahnung, jo. Ihr wisst ja gar nichts, Alter. Alle, die vor 2000 noch und wenigstens so ein gewisses Alter vor dann hatten, kennen die Welt noch frei. Ab 2000 ist die Welt so ein Überwachungs-Open-Air-Knast geworden. Mit einer Surveillance, einer Überwachung, die sowas von unmenschlich ist. Und uns wurde damals halt gesagt, ja, wegen Krieg, Terroristen und so. Aber das ging ja nur um die Agenda, die jetzt läuft, um die schon mal einläuten zu können. Ne, dass wir Angst haben vor Terroristen, dass wir uns komplett der Regierung hingeben und alles tun, was die sagen. Und so, ey, ihr braucht Chips als nächstes in euch und Geld wird abgeschafft und digitale Währung. Seid ihr dabei und ey, ihr wisst, Krankheiten, holt euch hier die Impfung. Um für diese ganze Scheiße kompatibel gemacht zu werden, mussten sie damals halt schon mit diesem Müll anfangen. Ne? Und das hat dann den Menschen und die 20-Jährigen von heute, 24 müsst ihr sein, für euch ist das ganz normal schon, in einer Welt aufzuwachsen, wo... Ey, krass, Mann, ihr seid ja schon 24 jetzt. Ihr kennt gar nicht. Damn, yo, ihr seid schon richtig große Leute. Mit 24 ist man schon groß. Also, ne, ist man schon... Und ihr, für euch ist die Welt nur normal unter diesen nach 9-11. Bro, ey, ihr werdet alt, yo. Alle, die genau wissen, wovon ich rede. Wir sind halt genau in der Mitte, ne. Wir kennen das Alte, weil da waren wir klein und haben geguckt auf die Großen. Dann war die Mitte da. Mitte, so 2000, so, da waren wir 20 Jahre alt, genau, boom, so kleine Erwachsene, so, weißt du? Und jetzt mit 40, als richtige Männer, stehen wir hier und gucken. Und die alt sind jetzt, guck mal, uns, wenn ihr schlau wärt, ich,
würdet ihr jetzt die Kings sein. Ihr Ende 30 bis Mitte, bis Anfang 50. Warum? Weil ihr das Wissen, die Knochen und das, den Apparat eines richtigen Mannes habt. Okay? Wenn ihr Mann geblieben seid noch, ja? Wenn du jetzt zerbrechlich und ängstlich und so Östrogene und chemisch überladen und bla und das, was halt die Regierung aus vielen Männern machen will, dann bringt das nicht mehr so. Dann ist das auch eigentlich vollkommen egal. Aber normalerweise willst du als Mann schon fit sein und du willst stark und du willst, ne, so halt männliche Attribute. Wo bin ich jetzt hin mit dieser Scheiße? Ich musste auf was Spezielles hinaus. Ja. Schatz! Die ist nicht da. Nicht irgendwo. Fuck. Also Überwachungsstaat. Und ihr wisst noch gar nichts, weil ihr 24-Jährigen, genau, ihr kennt die Welt nicht anders. Nur so als Überwachungsdings. Früher, das haben, genau, damit das jetzt so ist. Jetzt sind wir in diesen, kurz vor dieser, genau, Agenda, ne, 2030 Scheiße. Und das war alles so, bumm. So, jetzt musst du dir, genau, jetzt weiß ich es wieder. Dieser Ennis, der kam so schlau um die Ecke. Die CIA hat das ja mit den ganzen, mit diesen, ne? Also wer bis heute noch, der Punkt war ja, wir sollten ja alle glauben, Osama Bin Laden, Al-Qaida, ISIS, bla 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 bla, ne? Taliban, oh, hast du nicht gesehen. Und was ich so verachtet habe, auch an Ennis damals, ist, dass er genau dann, zu diesem Zeitpunkt, wo das alles brennt, er hat sehr in seiner Musik gegen Amerikaner gehetzt, ne? So, immer so dieses Anti-Amerikanismus, aber sowas von kompatibel. Normalerweise war es immer so ein Ding für, so reden die Leute in ihre Kreise, ne? Normal. Ihr mögt ihn, okay, blablabla. Er hat das aber so gemacht, dass er angefangen hat, Dinge, so wie ich, wenn ich so, guck mal, Kackulak, sauer, ne? Weil ich es ausspreche laut. So hat er das damals ausgesprochen, was alle denken. Und hat voll Mode. Ne? So dieses Terroristen-Look. Wir sind Terroristen, wir sind gegen Amerika, wir sind gegen den Westen, wir sind, ne, wir sind Gangster von der Straße, die Hip-Hop, schwarze Hip-Hop nacheifern. Aber ne, dann kommt es wieder cool, weil dann sind wir so wie die Schwarzen, auch Gangster und Straße und so. Aber im Grunde genommen, so Amis und Schwarze sowieso. Ne, diese ganze, das hat er voll raushängen lassen in der Zeit. I'm like, Bro, politisch eh ist diese ganze Welt da, so in diese Richtung gehen die gerade, weißt du, was ich meine? Und du haust noch so eine Tracks raus und unterstreichst das noch mit diesen Aussehen und mit diesen zweideutigen Dingern. Der hat da mal so eine Firma, so eine Sachen, so T-Shirts, so zwei, wo auch man gesehen hat, so diese Flugzeuge gehen so rein ins Gebäude. Und Bro, einfach so richtig dieses Terror-Shit, weißt du, compatible gemacht, akzeptierbar gemacht, Mode gemacht. Ja, und wenn du sowieso zu dem Zeitpunkt ein Jugendlicher warst, in Berlin, Topschnitt, yo, ich bin Boxer, ich bin krass, ich bin auf Testo, ja, und sowieso Minderwertigkeit, und sowieso ein Hass auf Amerikaner hast und auf Amerika und auf Soldaten, Amis, wir denken, wie wir die sind. Und dann kommt so ein Ennis, der so aussieht wie du, der aber kein Stück so ist wie du, dem sein Vater halt, ne, so ähnliche Wurzeln so hat wie du, sieht aus so, redet dann genau das, was du oder was dein Baba und so Leute in den E-Folk, in den Cafés oder in den, ne, reden. Und das auf Musik dann so, wow, ja, Mann, er ist unser Mann. Deswegen kam er eine Zeit lang auch noch mehr rüber wie einer von denen. Bis man irgendwann gemerkt hat, was, der ist voll der Günther, er redet kein... Digga, warum machst du hier so auf, ja, so anti, so, so, ja, so pro-Taliban, yeah, ging er mir... Bro, du bist doch Deutscher wie Deutsch, du hast doch nichts, weder Muslimisches noch Südländisches an dir, außer dass dein Vater das war. Gegangen ist und du halt so aussiehst, aber du nichts davon übrig hast. Und wo er das denn dieses in der Musik publik gemacht hat und dieses, es gibt auch so einen Song, Stupid White Man, ich werde das nicht vergessen, Alter, die Englisch-Aussprache von diesem Typen, Alter. Da hat er dann irgendwas gesagt in der Musik und ja, weil er, was ich sagen will, ne, ist, wo er, also wirklich, das war, es war so bewusst platziert und es war so, ich weiß, dass er nicht alleine diese Idee hatte, damals mit auf diese Welle aufzuspringen, auf diesen ganzen wir Street-Kennecks von Berlin, die Ehen Hass auf alles Amerikanische und Schwarzamerikanische sowieso und
Aber wir gucken schon ganz gerne rüber, wenn es darum geht, die schwarzen Amis so ihre Filme oder ihre Kunst und ihre Musik und ihre so und so zu biten. Aber wir packen unseren eigenen Stempel rauf. Und Gottes Willen geben wir so, nein, wir sind Berliner. Wenn, dann haben wir das in unseren Brei mitbekommen. Wir haben das nicht irgendwo abgebeitet. So wollen die halt zumindest für euch anderen rüberkommen. Und Berlin heißt sowieso sehr arrogant. Und die denken sowieso, sie sind sonst was alles. Ne? Okay. Aber wo er denn dieses politischen Aspekt damit eingebaut hat, das war so unnötig, weil, Mann, ey, ich meine, gut, jetzt hätte man auch fair bleiben können und sagen können, Digga, bleib doch sowieso einfach, wer du bist, red doch über die Dinge, wenn du willst, und red doch nur das, was dein Arsch, like, only talk the shit that your ass, don't talk no shit, your money, don't have your mouth and your tongue get you in some shit that your ass can't handle, sagt man bei uns so, weißt du? Und wenn er nach diesem Prinzip gelebt hätte, dieses ich generell ziehe und züchte mir nichts an, was ich lasse meinen Mund mich nicht in Situationen reinbringen, wo mein Arsch mich nicht rausholen kann. Ja, wo ich keinen Arsch in der Hose habe, selber für rauszukommen. Noch besser, so auf Deutsch. Dann hätte er sowieso nie gerappt und wäre auch nie so und auch nicht hinter so, ne, wie ich auf den letzten Blog erzählt habe, wie er dann hinter meinen Rücken zu meinen Kumpels gegangen ist, ne, und dann geguckt hat, oh, ihr seid mit den Neuköllnern jetzt, die hier Ansage machen, dann gehe ich noch eine Instanz, dann gehe ich auch zu den anderen Neuköllnern, die dann quer gegenüber, ne, diese ganzen Moves, dieses ganze, wie macht ihr es, dann mache ich es jetzt so, wie macht ihr es, dann mache ich es jetzt so, aber immer so auf Weasel, immer so nicht vorne mit dabei auf, ja, so, okay, pass mal auf, dann so, immer so Schleiche, so. Okay, warte. Hey, komm, so, jetzt bin ich stark, jetzt habe ich die hinter mir. So immer so auf Weasel, auf Feige. Und so hast du ihn auch nie erwischt. So, wo er dann dieses Politische mit reingenommen hat und dann wirklich von einem auf den anderen Schlag hast du gesehen, wie ein Bewusstsein von vielen Leuten, die vorher einfach nur auf, ey, Digga, ich find's geil, ihr seid, ne, so, die haben immer zu uns gesagt, ey, so, dieses Deutschrap ist voll peinlich, Wallah, ist peinlich. Aber wenn ihr das macht, ihr habt so, die kannten nicht Worte wie Flow oder, aber ihr macht so, ist wie, so, man muss genau hinhören, dann sieht man, merkt man erst, ich sprich Deutsch, aber so, ist genau wie so, so, ist voll so, echt, ist voll, deswegen sind wir auf diesen, echt, real, echt. Dann haben wir immer von echt erzählt. Ey, wir sind echte, echte. Dann hat das Wort echt im ganz Deutsch. Digga, guck doch selber, du weißt selber. Jeder war echt, wir sind echte, echt hier, echte Straße, echt hier, echt. Außer, Ennis wusste, er kommt mit dem Wort nicht, weil das war schon zu sehr auf uns. Das hat er dann auch nicht, das hat er dann auch gelassen. Ne? Er hat dann andere Sachen dann. Ich habe dann damals Corner Sport zum Beispiel, gab es genau neben Marché auf dem Kudamm. Ich weiß gar nicht, ob es Marché noch gibt, so ein Restaurant. Das war so ein kleiner Laden, hat Cordon seinen ersten Laden in Berlin ausgemacht. Da hieß es noch nicht Cordon Sport, sondern Cordon Wear, glaube ich. Cordon Sport war auch eine Abteilung, aber Cordon Wear, Cordon Sport. Und damals haben die mich und zwei andere Models richtig so gebucht, um für deren, also ich bin von der Plattenfirma aus hin, in Sponsoring-Sachen und so. Und die hatten dann halt noch so Leute mein Alter und die waren aber von anderen, ne, aber die haben auch, und ich, so komisch, aber egal. Wir haben dann halt, ne, Werbung gemacht und in Berlin hingen dann unsere ganzen, so, ne, unsere, ja, diese Werbungssachen da halt und im Laden und überall und so. Digga, eine Woche später, zwei Wochen später, Cordon Sport, Ehrenmord, hier ein Mord, irgendein Mord. Was rappt der? Ich weiß noch, ich hab mal bei meinen A&R, da hab ich gesagt, ey, sag mal, darf der das? So, wenn wir doch hier so, ist das in Ordnung so, wenn er so? Ja, müssen wir mal gucken und bla 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 und so, ne? Und dann war irgendwas mit Rechte und hin und her. Und da fing das an. Und da habe ich mir gesagt, Digga, nicht nur, dass der Typ komplett unsere Energie so einfach, ne, nachahmt. Der geht jetzt sogar zu denselben Sponsoren hin, Alter. Der versucht ja haargenau denselben Look wie wir. So, like, what, was ist denn? So, ne? Fällt mir jetzt nur dazu ein. Aber wie gesagt, wo das denn kam mit den, wo dann, okay, jetzt ist das Album fertig und jetzt kommt Bordstein, Skyline Pisse und das, jetzt hier und da und jetzt kommt das Album dazu und oh, jetzt übrigens,
er soll jetzt auch einen Deal unterschreiben, weil er ist jetzt der Man überhaupt. Und wir so, what? This freak? Nein, und dann, genau, also ihm ging es ja eigentlich jetzt gar nicht so gut. Es ging ja mehr so um das, um dieses politische Statement, was er da, und dieses, was er da versucht hat, groß zu machen. Und ja, und im Endeffekt, das halt, ne, genau wie jetzt, so eine Zeit ist wieder, wo die Foundation stimmt für viele Sachen, aber um mich herum droht jede Minute irgendwas zu passieren, wo man sagt, Digga, I don't give a fuck, ob du gegen Mo Abdallah im Sommer kämpfst, ob du, ich mach deine Straße zu, ob du jeden Rapper noch, ob du deine volle und ganze liebevolle Rache für uns alle zum Ausleben noch an jeden von diesen Leuten von früher bekommen wirst und so, und ne, wie du es dir alle wünschst, aber Digga, Alter, wenn die Welt untergeht, geht die Welt unter. Dann interessiert das nicht mehr. Und das ist jetzt so, halt das, ne? Muss ich gucken, wo das Ganze hingeht, ne? Aber ja, das ist das. Das ist so das, was den ganzen Kram so ausmacht, so. Das war ein gutes Thema auf jeden Fall. Auf jeden Fall, um wieder zu dieser Thema, zu der Thematik zurückzukommen, wegen Zunehmen jetzt und so, ne? Also ich nehme das auf jeden Fall ernst. Für mich steht das auf jeden Fall fest. Ich werde jetzt meine, das tun, was ich machen muss, ne? Ich werde jetzt mich schön, mich aufwerten nochmal, ne? Einen anderen Körpertyp rein, anderen Kampfstil, sowieso eine andere Kampfdisziplin. Aber ich fühle mich gut, ich bin schon voll in der Sache angekommen. Ich konnte jetzt, ja genau, durch die anderthalb Jahre oder so, konnte ich jetzt echt sehr, sehr, ja, es tut auch gut, dass es Boxen ist, dass es nicht gleich MMA ist, so, ne? Das wäre dann wieder, ne? Das wäre wieder ein bisschen mehr. Es tut ganz gut, dass ich so zurückkomme auf Boxenniveau. Es tut auch gut, dass ich dafür auch schwerer sein darf, ne? Es tut auch gut, weil ich generell auch mal, ja klar, Alter, ich will auch mal boxen, so, ne? Ich will, wenn man da auch mehr ein bisschen, mal gucken, ne? I got it, you understand, ist einer meiner, you understand? Das stimmt alles, ich fühle mich da eigentlich auch sehr gut jetzt so, obwohl das alles gerade noch am Anfang ist, aber die Resultate, die ich jetzt schon sehe, die ich jetzt schon verbuche, also ich bin jetzt in einer Woche, in einer guten Woche drin. Seit 3 Tagen richtig jetzt so, ne? Seit 3 Tagen mache ich jetzt hier jeden Abend, also morgens und abends, ne? Dann noch die Geräte dazwischen und so andere Sachen. Ich werde das halt so machen, dass ich mit Mass, ich kann dir mal zeigen. Ich habe mir den hier besorgt. Weil ich noch gucken muss mit den Sponsoring-Kram. Ich habe mir jetzt erstmal das hier geholt. Mass. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung dafür machen. Und natürlich halt mein normales Protein. Ne? Ich arbeite so, dass ich bis zu 3-4 Liter am Tag Wasser auf jeden Fall trinke. Also 2-mal eine Flasche auffüllen, komplett mit Wasser, muss sein. Muss, ist Mindeste. Plus, wenn ich jetzt esse, dann trinke ich halt gerne was Süßes dazu. Ne? Also hier meinen roten Saft oder eine Sprite oder so Scheiß. Kann ich auch alles weiterhin machen. Das ist auch ganz gut, dass ich jetzt diesmal nicht wegen Essen... Also das war immer Katastrophe, Dicker. Als Vegetarier oder Veganer teilweise auf die härtesten Trainingscamps zu gehen und dann nicht, ne, die Sachen essen zu können, wo du weißt, die Leute, die auch Camp machen, so, die kommen am nächsten Tag wieder fit, alles gut, so, wow, so schöne, so alles reingehauen, weil denen halt mehr zum... Du hast dann mehr zum Verbrauch beim Training, ist so. Ne, es war jetzt nicht so gesund und gelb im Körper, aber wenn es darum geht, ne, zu geben und zu machen, hast du mehr. Du bist schneller regeneriert, du hast mehr Kraft, du hast länger Power und so. Wenn du Steaks, wenn du nach dem Training erstmal 10 Steaks isst und dann morgens auch nochmal ein Chicken-Dings und so, ist doch klar, dass du dann mehr Power hast wie derjenige, der nur Brokkoli und Vollkornnudeln, Vollkornreis und ein bisschen Fisch und weißt du? So, das ist jetzt auch gut. Ich darf so trainieren, dass ich essen kann ohne Ende, jetzt nicht Müll, aber essen kann ohne Ende. Ich werde auf jeden Fall mit neuen Supplements arbeiten. Also ich warte jetzt, bis ich ein bisschen mehr. Und dann werde ich was ausprobieren. Und zwar gibt es so neue Sachen in Amerika. Es ist gerade voll der Renner. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch damit so auskennt und so, aber so SARMs. Und da habe ich mir so 2 Sachen ausgeguckt.
die werden mir nochmal richtigen, ne, richtigen nochmal auch gute. Damit würde ich auf jeden Fall arbeiten. Die wollte ich mir jetzt diese Woche oder so bestellen. Mal gucken. Also auf jeden Fall supported, ne? Haut in die Tasten, Leute. PayPal, ihr wisst Bescheid. Support ist immer gern gesehen. Nachher geht wieder TikTok. Da bin ich auch wieder auf TikTok. Werde ich da auch wieder ein bisschen arbeiten drauf und so. Ja, und dann, ja, gesagt, also wie gesagt, wenn die Money stimmt, dann werde ich mir auf jeden Fall diese, aber die sind ja auch nicht geil. Ne? Kostet auch ein bisschen was. Und dann, ja, dann Puto und so, ne, wird es natürlich auch, also für Vorbereitung und so, sage ich ehrlich, ne, da brauche ich hier nicht den Heiligen machen oder so. Definitiv werde ich da, ne, Chickenfleisch oder Pute, so, ne, Fisch. Zwar halt sehr gesund alles und so, aber ich werde mir, ne, weil, ey, Digga, ich muss Schwergewicht werden, ne. Ich laufe schon ziemlich gut rum, ne, aber ich bin kein Schwergewichtler. Bei Sinan ist auch kein Schwergewichtler, aber mit Deka und Insulin kannst du dich so als so ein Wasserbüffel machen. Ne? Ich würde nicht denselben Fehler machen, als Wasserbüffel da reinzugehen und zu denken, ich kann mit einem Deka und Insulinkörper oder so gegen einen Schwergewicht-Boxer kämpfen. So, ne? Das bringt nichts. Ich werde auf andere Masse setzen, qualitative Muskelmasse. Ich werde auch nicht auf Bodybuilding-Masse setzen, dass ich jetzt hier irgendwie aussehe wie und so. Sondern bei mir ist das halt echt mehr so eine Sache der Beine. Da kann ich von mir aus ruhig, ne, raufpacken, Unterrücken, so halt Bauch und so. Ne? Du, obenrum ist sowieso, ne? Also für uns ist immer, das ist mir immer wichtig, dass ich meine Ellbogen zusammenkriege. Solange ich meine Ellbogen zusammenkriege, I'm good. In dem Moment, wenn das nicht mehr zu geht, weil das ja alles zu viel wird und so, dann gehen wir schon in Richtung Bodybuilding, dann ist zu viel. Außerdem brauche ich keine Muskeln, die nachher, wenn ich die werfe, und alles, ne? Also, an der Stelle nochmal danke an Sie, an Sinan P., den Pedo. Er hat das sehr gut gezeigt, wie man das nicht machen sollte, gegen Dings. Ja. So, ich werde auf jeden Fall jetzt hochgehen vom Gewicht, werde mir meine Sachen da bestellen, werde meine Sachen da machen. Werde natürlich, ja gut, in dem Sinne mit schweren Gewichten, Kreuzheben, wie heißt das, Squats, ne, schwer machen, solche Sachen, Medizinball. Sonst, die Sachen, die ich so schwer und so, die sind mehr so auf explosiv und so, weißt du? Also man hebt was an und so und wirft es nach vorne und rennt oder... Es ist aber nicht so 6-mal Wiederholung und auf Masse, sondern mehr so auf Explosiv-Power, aber so den Wumms dazu, der auch natürlich dann mit gewisser Masse kommt. Oder mit ein bisschen Wasseransammlung oder mit gute Magermuskeln. Ne? Kommt drauf an, wie du halt trainierst. Also ich muss jetzt mal gucken, ich werde jetzt meinen Körper beobachten in den nächsten 1-2 Monaten. In 2-3 Monaten will ich auf jeden Fall auf das Gewicht fast sein. Sollte auch möglich sein, was ich brauche, um gegen Mo zu kämpfen. Damit ich dann ein gewisses Gewicht habe, 105 oder 106 Kilo, und dann möchte ich einfach das nur noch halten. Ja, das nur noch da auf diesem Gewicht bleiben, trainieren da drauf, gucken, ne, wie kann ich das halten auch und so, weil jedes Training ist ja auch viel Verbrauch. Da muss dann viel wieder rein und so. Und da muss man dann gucken, in welcher Zeit genau, und ne, ausrechnen, bis wann es stimmt und wann fangen die harten Sparings an, wann fängt, ne, das ist alles genau Ausrechnesache. Aber ich habe ein echt geiles Gefühl, jetzt schon. Und ich werde auch Trainings, ich fange schon ein bisschen bei TikTok an, bin halt nicht der Beste, so, ne? Ich mache kleine Videos zwischendurch vom Training und schneide die irgendwie zusammen und lade die, damit man ein bisschen was sieht. Wird auch besser werden irgendwann, wenn ich mehr, ne? Aber ich werde generell schon so einen Blog, Videoblog haben, wo man bis zum Kampf die ganzen Fortschritte halt sieht. Und alles dokumentieren, ne? Die Daten sind ja wichtig für andere Fights dann später auch und so. Und für andere Kämpfer von mir oder für meine Kinder oder meine Frau oder was, weißt du? Diese Daten sind ja wichtig für einen selber. Deswegen ist es schon mal auch sehr wichtig, dass man das alles mit Herz und Seele macht. Weil die ganzen Daten, die sind einfach wichtig für all die kommenden Fights, ne? Oder für andere Sachen. So, Weight Gainer, Proteine, Essen ohne Ende, mehrere Male, kleine Mahlzeiten am Tag, so, ne?
versuchen bis zu 3, 4, 5 Mal am Tag zu essen, kleinere. Gute Kohlenhydrate, ne? Ja. Haben es trotzdem jetzt nicht so, ne? Jetzt auf Müll verzichten trotzdem. Jetzt in der ersten Zeit geht es noch, wenn du eine gewisse Masse so noch ran willst, aber ab einer bestimmten Zeit, wenn die Masse dann drauf ist, dann kannst du dann auch nicht mehr abends mit Schokolade. Jetzt in der letzten Zeit habe ich jetzt auch in den letzten Tagen so, ne, nachts einfach aufwach geworden, Alter, mir Toast, ey. Ich muss aber auch sagen, der Training, ne, das ist dann, du isst ja noch mehr. Nachts diese Toaster reingeschmissen, Nutella, wow, Milch, schlafen gegangen, so, ne. So, und jetzt kommt dann dazu dann halt nach Weight Gainer und so, ne. Trinkst du Weight Gainer, trinkst du Proteine, trinkst dann, isst du gut, hebst du schwer und Recovery und viel Wasser. Und das, so wird das, so werde ich trotz des hohen Training und trotz diesen explosiven Training und so, dieses Gewicht machen und halten können. Wie gesagt, wenn dich sowas interessiert, dann komm, adde mich auf TikTok an, mach dir da einen Account, wenn du keinen hast oder so. Das ist auch interessant. TikTok gibt es auch viele Leute. Viele, da geht es auch ab. Und wenn nicht, ist ja egal. Dann bist ja, ich bin ja, bist ja wegen mir da. Und da kannst du dann auch mal so, da werde ich auch eine Sache machen und so. Ne? Und dann werde ich mal gucken, werde ich mal diese ganze, mach deine Straße zu. Diese ganzen Sachen und diese Projekt, diese Entertainment-Sachen vielleicht mehr so auf YouTube wieder verlagern. Werden wir das Ernährungssportliche so auf TikTok, müssen wir mal gucken. Müssen wir gucken, wo sich das immer alles hin entwickelt. Ne? Man kann das selber mal alles gar nicht so bestimmen. Dinge entwickeln sich, entweder gehst du damit mit oder you assed out. It is what it is. So. Und bevor das jetzt hier wieder ausgeht, ist auch wieder assed out. But yeah, we good, man. Also, es läuft. Es ist ganz gut. Die Kinder machen es bis jetzt auch ganz gut. Die sind. Ja, das ist gut. Keanu kennt das ja auch schon. Keanu, der kennt das. So, wir, die beiden Babys, ne, die haben jetzt, die lernen das jetzt auch kennen und kommen da, wachsen da so mit rein. Außerdem besteht unser Leben sowieso nur daraus. Also, ob jetzt ein Kampf ansteht oder nicht, ist ja, konnten ja nur jetzt auch nicht so weiterleben und so, weil sie jetzt schwanger war, weißt du? Natürlich kann sie ja nicht trainieren oder nicht ganz so hart, also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schon noch, aber kein Grappeln, kein Ringen und so Sachen, ne? So ein bisschen Platzen und so. Aber ja, so jetzt definitiv, wenn, pass auf, wenn die Welt noch nicht untergeht und wir haben noch ein paar Jahre Zeit und jetzt alles so, wie ich es irgendwo in mein inneren Auge, in meinen inneren Plan sehe, dass es jetzt eh eine Zeit des Aufräumens ist, weißt du? Dass jetzt, ne, wir machen Straßen zu, wir machen ein paar Dämonen hier noch weg und so. Und es eh eine neue Welt entsteht. Und da machen wir schon alles richtig, ne? Wir sind auf dem Weg des Kriegers. Und ja, versuchen, lichtvoll zu bleiben dabei, ne? Was heißt versuchen? Wir sind lichtvoll, wir sind Licht. So, yeah, man. Und ey, TikTok ist full of darkness, yo. Die sperren einen so krass raus. Die haben mich schon jetzt rausgesperrt, weil ich anfange, ein bisschen Farid zum Thema zu machen. Faggy Bang, weißt du? Mit seiner ganzen Geschichte. Aber da werden wir mal gucken. Ne? Da werden wir jetzt einfach sehen, wie es da weitergeht. Ich bin eh der Meinung, da muss man nicht viel machen. Für mich ist das ganz, ich nehme das gerne mit, so, noch nebenbei und, Showbusiness aufdecken, das werden sie sowieso nicht, das werden sie sowieso mit allen mit versuchen, zu verhindern, dass du das Showbusiness aufdeckst, weißt du? Ja, 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 ja. Die wollen ihre dreckigen, ihre Schauspieler, weißt du, Lügner, und ganz negatives Bauen, ne? Das so, und das stürzt eh alles gerade, siehst du ja, was hinten und vorne und überall passiert, und da ich das mitbekomme und es nur noch kommentiere, dokumentiere, nur noch kommentiere vor mich hin, mache ich mir Spaß daraus, weißt du? Also ich würde mich jetzt nicht so, es ist jetzt nicht meine Lebensaufgabe. So, weißt du, was ich meine? Natürlich passt es zu mir, es passt zu meinem Ding. Und natürlich werde ich sagen, ich mache deine Straße zu und so, weißt du? Das ist ganz normal von mir nebenbei. Das ist so, dafür muss ich jetzt hier nicht extra eine Kampagne und irgendwie versuchen, die Menschen so, hey Leute, kommt in meine Bewegung. So, das ist eine Sache, die sage ich, du wirst sehen, was ich meine. Du wirst immer mehr sehen und spüren, was ich meine. So, ne? Du wirst bezeugen, was ich meine. Und automatisch wirst du dann
die Scheiße mitmachen, weil du siehst so, ey, das ist die Welt, in die Richtung, das ist die Richtung, in die Welt geht. Dämonen sind nicht mehr cool. Rapper, Laberköpfe sind nicht cool. Leute, die wirklich was darstellen und was sind, und die werden immer mehr so nach vorne kommen. Und Quatschköpfe, die wird es nicht mehr geben, die wird es nicht interessieren. Die laufen jetzt auch aus. Ich finde es lustig, wie jetzt in der Szene sich Leute zusammenschließen und versuchen, diesen Faggy Bang zur Hilfe zu eilen. Aber das ist, ey, wie gesagt, Leute, dürft euch nicht wundern. Ich habe immer gesagt, zurücklehnen und Däumchen drehen. Dann seht ihr, wer sich zusammenschließt, wer zu wem gehört, wer wen hilft, wer will. Man muss sich überhaupt nicht aufregen. Lass die alle machen. Du für dich, das war's. Lass die mal alle machen. Und ja, genau. Einige Rapper verabschieden sich jetzt. Ich habe schon seit 3-4 Wochen immer verstärkter gesagt, seitdem wir auch diese Apps, die Sache, das wieder auch wieder ein bisschen angehendes Thema. So, ne? Guck mal in nächster Zeit hin, wer sich jetzt so klangheimlich vom Markt machen will und auch in anderen Bereichen, ne? So Schauspieler, Produzenten, DJs, Rapper, wer auch immer, ne? Weil jetzt 2024, gerade mit dieser Epstein-Liste, ganz viele Sachen wollen ins Rollen kommen. Und kaum haben wir das ausgesprochen, auch in unserer Branche haben wir Leute, die keinen Bock mehr haben. Ne? Obwohl man sich, hey, läuft doch, warum? Man retired doch eigentlich, wenn es nicht mehr, ne? Ich weiß, man soll zwar aufhören, wenn es am schönsten ist und so, aber wer tut das denn? Come on, man. Ist ja nur ein blödes Sprichwort. Der tut doch keiner. So, ich will auch niemand was unterstellen. Wie gesagt, meine Aufgabe ist es nur zu sagen, Leute, Augen auf, guckt für euch selber, macht euch eure eigene Meinung. Ich will euch nicht meine Meinung aufdrücken, ich sag euch nur, was mir auffällt. Wenn es dir auch auffällt, gut. Wenn nicht, oh well. Auch Suche, Digga. Was soll ich mich denn aufregen? Digga, wenn die Hälfte der Menschen da draußen geboostert, gewaxt sind, Digga, gekonditioniert, bescheid, bestromt, bedummt, vergilbt, behindert sind, Digga, dann sind, was soll ich denn mich darüber ärgern und ich mir meine Haare rausreifen, weil ich diesen Leuten nichts erzählen kann oder denen nichts weismachen kann oder denen ich etwas zeigen kann, was für sie im Endeffekt besser ist. Dann ist es eben so. Ungefähr. Ich werde da immer mehr wie meine Frau, jo. Sie ist nämlich eiskalt. She don't give up. Ronja ist richtig, she don't care, yo. Meine Frau ist die gelangweilteste Person, die es gibt. Die ist so richtig so, die kannst du nicht imponieren, die kannst du nicht auf die Haut bringen, die kannst du nicht überraschen, die kannst du nicht, die ist immer nur so, okay. Immer so. So, yeah, bro. So muss das sein. So. Ich weiß nicht, wie lange bin ich? Eine Stunde? Mann. Ich wusste gar nicht, wie ich jetzt diesen Blog hier nennen soll. Also, wie ich den Blog hier nennen soll. Man braucht ja immer so spektakuläre Überschriften und so. Also ich habe ein paar spektakuläre Sachen wieder erzählt, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich davon als Überschrift nehmen soll, um das irgendwie so, weißt du, das ist immer nicht mein Ding. So dieses Schmücken und dieses oh und ha und Digga, wenn du real bist, dann brauchst du sowas auch nicht. Kamera an, zack, Leute, oder Mikrofon an, zack, rein, rap. Zack, rein, Handschuhe an, zack, rum, rein in den Käfig. Es ist so, ihr habt gesehen, es geht so, man hat nicht dieses ganze Drumherum und die ganze Gedöns und ne. Aber das wird auch alles, es wird immer mehr. Es wird schon. Wir sind ja Gott sei Dank im guten Zeitalter und alles passiert ja jetzt auch. Ne? But that was, das war, ist krass, ne? Das damals so mit 9-11 und so. Sonst wäre das der Grund. Ich sag's dir, Digga, sonst wäre das. Aber ey, wie gesagt, das ist, ey, wäre es ein Durchbruch gewesen für mich, glaube ich, wäre ich heute nicht mehr. Ich kette mich. Vor allem zu der Zeit mit so, was da alles los war und mit wem da alles und wie. Und hättest du mir da nur 100.000 in die Hand gedrückt, wäre hätte auch schon gerecht. Ich hätte mich damit. Ist ja auch alles richtig. Hat alles seine Richtigkeit. Alles seine Richtigkeit. Deswegen. Ist auch gut, dass es so läuft, wie es jetzt so läuft. Niemand ist böse, niemand ist sauer. Es
macht einfach nur Spaß, trotzdem auf das, was eklig, böse, dämonisch, satanistisch, widerlich, verlogen, feige, opferhaft, hampelmannig oder was auch immer, mit dem Finger drauf zeigen, warum nicht? Und man kann doch mit dem Finger auf das zeigen, was das Gegenteil von einem selber ist, oder nicht? Vor allem, wenn man Söhne hat und denen zeigen will. Weißt du, so, guck mal, so musst du als Mann sein in dieser Welt. So, ich glaube, ich mache da meine Aufgabe ganz richtig. Mir geht es nicht darum, Fans, Supporter oder irgendjemand zu erziehen. Hey, hast du dieselbe Meinung, ist so gut. Wenn nicht, dann nicht. Das macht Spaß hier. Das macht einen Haufen Spaß in erster Linie. Und außerdem Data. Data is everything, yo. Irgendwann wird Data richtig, richtig wichtig sein. Und dann wird man sich freuen, dass man so viele Videos gemacht hat. Vielleicht kriegt man auch irgendwie so aus dem Dark Web seinen Internetgarten, so Zugang wieder zu seinem YouTube und zu seinem alten Channel mit alten Videos und wird es bestimmt auch alles irgendwann geben. So, ist ja nichts wirklich weg im Endeffekt, ne? Auch wenn manche einen den Account wegnehmen, ne? Aus Angst, dass zu viel rauskommt, zu viel Echtheit, zu viel Wahrheit. Weil Leute wie Chanel einfach nie die Klappe halten, immer voller Realität sind, immer voller Licht und immer Licht machen. Aufgabe. Is what it is. So. Gibt es sonst noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht so wirklich. So, ja, auf jeden Fall. Wir werden jetzt alles weitermachen, was wir hier machen. Schön zunehmen. Training, essen, trinken, machen, tun. Ja, bleibt verbunden, ne? Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es läuft mit dem Training, wie es läuft mit dem Zunehmen, wie es läuft mit dem Stärkerwerden, wie läuft es mit der Gesundheit, wie läuft es mit neuen Trainingsideen, Trainingspläne, Trainingsfortschritte, ne? Und an so, was wir halt sonst noch machen, ne? Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, das zu unterstützen, ich packe mal unten in der Beschreibung meine PayPal-Features rein. Da kann man gerne immer einen Austausch mit mir stattfinden lassen, ne? Und ansonsten bei TikTok, über TikTok oder ey, pray for me, man. Send me some light, send me some love and some peace. Ist auch cool, weißt du, was ich meine? Ashe an die Gemeinde da draußen, Ashe an die Indigos und wir sehen uns bestimmt sehr bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ashe.